zum Beispiel, das war jetzt zum Beispiel für einen männlichen Körper, wo aber eine Frau drin steckt, ja, dass man sich auch, sagen wir mal in Anführungs- und Schlusszeichen, körperlich weiblich fühlen kann. Hallo zusammen, ich befinde mich heute in der Absolutely Special Trade AG, im einzigen Transgender-Shop von der ganzen Schweiz. Die Inhaberin ist Sharon. Sharon, seit wann gibt es den Shop schon? Ja, also angefangen haben wir im Oktober 2012, das heißt dieses Jahr werden es 4 Jahre. Oh wow, und das läuft mit dem Geschäft? Oder? Ja, natürlich, sonst hätten wir sicher nicht 4 Jahre überlebt. Die Lade adressiert sich ja hauptsächlich an Frauen, die im Männerkörper geboren worden sind. Richtig. Mhm. Und darum verwundert es mich jetzt auch nicht, dass die Schuhe, die Damenschuhe, ein bisschen grösser sind als die normalen Größen. Was hast du denn da grössenmässig alles? Also wir fangen eigentlich bei den Größen an, wo der Schuhshop normalerweise aufhört. Und bei Damenschuhen kann man sagen, endet es eigentlich bei 42. Und das ist genau die Größe, wo wir einsteigen. Und dann geht es hoch bis Größe 47. Wow! Das ist dann zum Beispiel so etwas hier. Das ist also ein Pumps in der Größe 47. Ich hätte jetzt vor allem erwartet, dass es preislich ein bisschen über dem Durchschnitt liegt, aber es ist ganz normal. 89 Franken ist jetzt nicht fürs Paar, oder? Ja, ja, ja. Genau. Du bietest auch High Heels Kurs an, habe ich auf der Website gesehen. Ja, das auch. Es ist so, dass halt sehr viele Männer, die das erste Mal in High Heels stehen, dann schon ein Stück weit überfordert sind. Die Frau bewegt mehr die Hüfte beim Gehen und das sind dann natürlich die Dinge, die man den Kunden auch zeigen muss, weil viele möchten sich ja dann eben auch weiblicher bewegen, nicht so wie ein Mann dann die typischen Arm- und Beinbewegungen beim Gehen machen. Und dafür bieten wir dann diese Kurse an. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter im Geschäft laufen, dann kommen wir glaube ich jetzt zu dem, wo ich mich als Berichterstatter extrem darauf freue, nämlich Silikonartikel, oder nicht nur Silikonartikel. Ja. Da haben wir zum Beispiel, das war jetzt zum Beispiel für einen männlichen Körper, wo aber eine Frau drin steckt, dass man sich auch, sagen wir mal in Anführungs- und Schlusszeichen, körperlich weiblich fühlen kann und Brüste hat. Aber da gibt es jetzt ganz verschiedene Produktphilosophien, die auch wieder das aufnehmen, was der Kunde sich vorstellt. Wobei jetzt gerade dieses Modell haben wir auch schon an körperlich geborene Frauen verkauft. Interessanterweise, die jetzt zum Beispiel sehr wenig Brust hatten und dann zum Beispiel, um was weit Ausgeschnittenes tragen zu können, auf so etwas gehen, weil diese ganze Fläche hier dann frei bleiben kann. Bei den meisten ist eigentlich das Thema Brüste das Wichtigste. Okay. Brüste und Perücke, weil man das am meisten sieht. Es gibt aber auch nicht wenige, die sich dann stören an ihren männlichen Genitalien oder dem Empfinden dieser männlichen Genitalien, weil sie das für sich als Frau dann nicht als passend oder stimmig empfinden. Okay. Und für diesen Fall haben wir dann so diverse Sorten von Vagina-Prothesen. Da gibt es also einmal diese zum Umschnallen, also die sind ähnlich gebaut wie ein String, kann man sagen. Und ist der Penis einfach dahinter? Dahinter, ja. Also ich kann das mal zeigen. Das ist ein relativ dickes Stück Silikon, das also hier an der stärksten Stelle so fast 2 cm dick ist und was nach außen hin den sogenannten Venushügel simuliert. Mhm. Und wenn jetzt die Kundin den Penis nicht nach unten, sondern nach oben tragen will, damit es dann nicht zu dick aufträgt, wird er hier reingeschoben. Ach so. Wenn man nach unten trägt, kommen also hier zum Beispiel die Genitalien dort in jedem Fall rein und dann passt es sich hier unten automatisch an, weil das ja zwischen den Beinen verschwindet. Das ist also eher unproblematisch. Und das trägt man um die Hüfte? Das trägt man also wie ein String um die Hüfte. Und ansonsten gibt es eben eine große Auswahl an verschiedenen Einzelbrüsten aus verschiedenen Silikonqualitäten. Und diese Art Brüste kommt jetzt eher aus dem Brustkrebsbereich. Die sind ursprünglich mal entwickelt worden als Prothese für Krebspatientinnen. Mhm. Und die Modelle hier, die sind jetzt speziell für Transgender entwickelt. Und wenn man sie ohne BH tragen will, wie heben die?
So, wenn Sie nicht eine Klebefläche hinten drauf haben, gar nicht. Ah. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal sogenannte Taschen-BHs. Mhm. Da ist also innen unsichtbar eine Tasche reingenäht, wo die Brust eingesteckt werden kann. Hier hinten ist jetzt eine Tasche eingenäht. Und ich kann jetzt beispielsweise hier diese Brust in die Tasche reinstecken. Nein, nein. Ah, ja. Und dann sieht es nachher im getragenen Zustand etwas so aus. Und das fasziniert dann, ich würde sagen, jeden Kunden, der das erste Mal anhat, weil durch den Schnitt des BHs und durch das leichte Abdunkeln des Silikons diese Brust dann aussieht wie ein Stück vom eigenen Körper. Das ist wirklich, also wenn ich es mir jetzt so vorstelle, ja. Du hast ja all die Größe, du hast extrem, also zumindest variationsreiche Formen, ja. Und du hast auch ja variationsreiche Farbe bei der Brustwarze. Was ja ist jetzt der Renner unter den Brüsten sozusagen? Ja. Also was ist bei den Kunden am beliebtesten? Welche Brust? Was diese Art der Triangel kriege ich am besten im BH versteckt. Aber die hat jetzt keine, die hat einfach nur ein Spitzel als Brustwarze und keine... Ja, und zwar deswegen, weil der Kunde kann sich hier die Größe und die Farbe aussuchen. Wow. Also das geht von klein und hell bis groß und dunkel. Verrückt. Aber wie bleibt denn das? Wie haftet das? Das klebt. Und du hast vorhin gesagt, zwei Drittel ja vom Geschäft machst du mit der Brust. Etwa, ja. Und die gibt es jetzt zum Beispiel auch selbst kleben, weil du vorhin gefragt hast, wie halten die ohne BH. Diese Brust zum Beispiel hat hier eine Klebefläche, die profiliert ist wie ein Reifenprofil. Und profiliert ist die aus zwei Gründen. Das eine ist, dass das Profil gewisse Luftkanäle schafft, dass also die Haut atmen kann. Okay. Und der zweite Punkt ist, man schwitzt ja. Mhm. Und durch das Profil kann der Schweiß ablaufen. Ah. Ja, also die ist gedacht, dass man sie auch durchaus 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden auch nachts tragen okay kann. Wenn ich, sagen wir mal, ich würde jetzt plötzlich in mir merke, ich bin eigentlich eine Frau und ja ich bin jetzt bis jetzt ja aber immer ein Mann gewesen, ja, und ich käme jetzt bei dir rein. Ja. Ab welchem Preis müsste ich rechnen, dass ich nachher wieder als Frau rauskomme? Also ich sag mal, wenn man das beschränkt auf die Brüste, sind das knapp 40 Franken. Aber wenn wir es jetzt ganz perfekt machen wollen? Ja, also ich sag mal, wenn ich das Luxusmodell ist, Frau sehen möchte. Ja, gut, also ich sag mal, wenn man das Luxusmodell haben möchte, dann sind das schon, sagen wir, ein paar Brüste für 200 Franken, eine Perücke für 200 Franken, dann sind wir bei 400, also ich würde mal sagen, für 500, 600 Franken kann man da schon sehr viel machen. Okay. Also es ist nicht ganz so teuer, wie ich das jetzt persönlich erwartet habe. Ich meine, es kommt dann natürlich noch, wenn es weitergeht, wenn es Richtung Kosmetik, wenn es Richtung Nails geht, da kann man das natürlich schon schnell auch auf 1000 bringen. Aha, okay. Ja, da machen wir Enthaarung, also Körperenthaarung mit Zuckerpaste. Das ist eine Technik, die schon Kleopatra vor über 3000 Jahren gemacht hat in Ägypten. Wir haben also auch schon Kundinnen, die, ja, ich sag mal so, das fünfte, sechste Mal da sind, die mal wirklich so als behaarter Teddybär angefangen haben mit einem riesen Buschel an Brusthaaren und Bauchhaaren, wo also heute ganz kümmerlich noch die Haare nachwachsen. Also das ist nachhaltig durstig. Wegbleiben. Okay. Ja.